Hey Leute und willkommen zu einem neuen Replaycast von Steel Division Normandy 44. Und heute habe ich etwas mal ein bisschen anderes für euch. Heute habe ich kein 1 gegen 1 gegen für euch, sondern ein 2 gegen 2 hier auf der Karte. Das ist eine der neueren Karten seit dem Release. Ist Code 112 irgendwie so, glaube ich. Und hier haben wir auch ein sehr schönen neuen Mix aus den Release-Divisionen mit dabei. Auf der alliierten Seite, ich stelle jetzt mal die Spieler vor, wir haben hier Current und AAGRG auf der alliierten Seite und Hinkel, hier ein kleines Easter Egg für alle Band of Brothers Fans, und The Duke auf der Achsenmacht-Seite. Und wir haben diesmal die Guards Armored, die 3rd Canadian Infantry, Panzerlehr und die 116. Infanterie. Und er steht hier gerade auf neutral, allerdings sehe ich hier im Moment bereits vielleicht ein bisschen Planungsschwierigkeiten bei den Alliierten. Weil die Deutschen haben hier anscheinend die Flanken schon geklärt, die Fronten schon geklärt. Da wird Hinkel, so wie es aussieht, den Westen übernehmen und The Duke den Osten. Und bei den Alliierten scheint es im Moment, ja, jetzt setzen sie ihre ersten Truppen rein, wird es so sein, dass Current den Osten übernimmt und AAGRG den Westen. Eine tolle Sache auf dieser Karte, muss ich sagen, das ist, dass wie wir es hier schon ein bisschen sehen, die Höhenunterschiede hat. Also was viele der anderen Karten nicht haben, es gibt hier eben diese kleinen Slopes, diese ja, kleinen Ridgelines und sowas. Und die können sich auch strategisch nutzen lassen. Denn wenn man hier oben beispielsweise jemanden hinstellt, dann wird man sehen, man kann ziemlich weit gucken. Und man kann das auch für sich gerne nutzen. Natürlich muss man da erstmal hier oben das gewinnen. Und ähnlich ist es auch hier, weil es ist ein runder Bereich, der auch von quasi außerhalb der Map kommt. Das heißt, wenn man hier auf seinem eigenen Rondell bleibt und hier reingeht, kann man nicht wirklich viel machen. Gerade wenn man sich so den Bereich hier oben anguckt, was die Vision angeht, da sieht man nicht wirklich viel. Allerdings, wenn man hier einen entscheidenden Sieg verbuchen kann und dann hier durchpusht, hat man wirklich einen Großteil des gegnerischen Geländes zur freien Schussverfügung. Und Ähnliches gibt es eben auch nochmal in kleinerer Version oder etwas verbreiteter Version hier unten, weil das Ganze eben so in Ringen von hier ausgeht. Also sehr interessant, und da geht es auch direkt schon los. Wir haben hier eigentlich einen relativ guten Mix, muss man so sagen. Bei den Alliierten noch ein bisschen besser tatsächlich. Da haben wir die Guards Armored, das ist Panzerdivision, und die 3rd Canadian Infantry ist dem Namen nach schon eine Infanteriedivision. Bei den Achsenmächten haben wir eben Panzerlehr und 116 Panzer. Allerdings muss man hierzu sagen, die Panzerlehr-Division hat auch sehr gute Infanterie dabei. Also es ist ja so ziemlich eine der Elite-Divisionen schlechthin. Und da sind auch sehr gute, zumindest vom Equipment her, so sehr gute Infanterie dabei. Dafür aber relativ wenig. Dafür können dann beispielsweise die Briten mit den Guards Armored, die kriegen dann, glaube ich, die Rifle Squads in Phase A, glaube ich, für eine Karte bekommen sie, glaube ich, schon 6 oder 8 Trupps. Das ist bei den Deutschen leider nicht so. Und dafür haben die Deutschen, wie gesagt, das bessere Equipment. So, sieht so aus, als ob Hinkel hier auf der äußersten westlichen Flanke, ich muss immer lachen, wenn ich den Namen höre. Hinkel! Hinkel! Oh Mann. Sieht so aus, als ob er hier wirklich aggressiv auf den Hügel pusht. Und wen haben wir hier nochmal? Das war AAGRG, genau. Versucht hier ein bisschen in Verteidigungsposition zu gehen, tatsächlich hier mit dieser Baumreihe. Versucht hier seine Trucks noch rückwärts an die Front zu bringen. Wahrscheinlich will er da fliehen. Nimmt auch seine Spitfires so ein bisschen als Scout-Flugzeug, so wie es aussieht. Aber hier schnell gekontert von der 109 von Hinkel selbst. Und da kommt jetzt auch noch eine Spitfire Mark 9 rein. Wer will dieses Head-on-Engagement gewinnen? Anscheinend keiner. Kommen sie nochmal rum für einen weiteren Anflug. Ja, aber es sieht so aus, als ob das hier nicht wirklich in irgendwas endet, obwohl die Spitfire hat mittlerweile mehr Stress abbekommen als die 109 und die Spitfire hat auch kaum noch Treibstoff. Das heißt, die wird sich gleich zurückziehen und da wird sie abgeschossen von der 109, weil sie sich zurückgezogen hat.
Also da vielleicht ein kleines Missplay, da hätte ich die Spitfire vielleicht ein bisschen früher zurückgezogen. Und was haben wir hier? So, die Frontlinie verschiebt sich dieses Mal zugunsten der Alliierten, aber auch, glaube ich, nur wegen dieser kleinen Beule, die da entstanden ist. Weil keiner der beiden Achsenmächte-Spieler hat über das Zentrum der Karte Gewalt. Da steht im Moment nur ein Spähtrupp von The Duke, der ein bisschen angegriffen wird von einem Willis-MMG. Aber da ist der Jeep schon weg und dann dürfte sich die Frontlinie hier auch wieder ein bisschen stabilisieren. Und hier eine Pack 38, 50 mm an einer sehr guten Position tatsächlich. Kann hier den Supply-Weg sehr gut ins Auge nehmen. Müsste vielleicht noch ein bisschen weiter vor, damit dann nicht nur hier die Kreuzung ins Visier bekommt, sondern auch die ganze Straße. Weil wenn diese Straße hier von dort vorne irgendwo beschossen wird, oder vielleicht von hier, dann ist der ganze Supply-Weg, also der schnelle Supply-Weg, nach hier oben auf den Hügel natürlich unterbrochen. So, im Osten sieht alles eigentlich recht stabil aus für beide Spieler. Hier sehen wir gerade noch den Duke, der hier versucht reinzupuschen in die nächste Baumreihe. Da hat Current seine Infanterie ein bisschen hinter der Baumreihe gelassen, vielleicht um die ein bisschen zu verdecken. Ist allerdings auch das Problem, dass die Rifles hier von den Kanadiern, genau wie bei den Briten, keine Panzerabwehrmöglichkeit haben. Und das heißt, wenn hier wirklich ein gepanzerter Push, ein gepanzerter Vorstoß nach vorne kommt, also das ist das Einzige, was dem entgegenstand, diese 6 Pfünder und dann hier vielleicht noch dieser Crusader AA für die leicht gepanzerten Fahrzeuge. Was haben wir hier? Ein Stuart 4 und ein Cromwell. Der Cromwell sollte vielleicht jetzt tatsächlich ein bisschen hier in die östliche Flanke, weil da ziemlich viele gepanzerte Fahrzeuge stehen. Ah ja gut, hier unten ist auch noch einer, den habe ich gerade eben nicht gesehen. Na ja gut, dann hat sich das erledigt, da zumindest. Hier ist ein Angriffssignal gesetzt worden, ganz richtig gesehen von The Duke. Er muss jetzt hier angreifen, weil hier sehr wenig alliierte Fahrzeuge oder generell alliierte Truppen stehen. Und jetzt bekomme ich die Auswahl hier nicht mehr los. Wenn ich HUD ausblenden. Achso, das war auch noch so eine Sache, das wurde ich jetzt schon öfter gefragt in ein paar Videos, ob ich das HUD hier, also gerade das hier unten oder so, nicht ausblenden kann. Aber was dann passiert, wenn ich hier auf HUD ausblenden gehe, es ist einfach nichts mehr da. Selbst die Einheiten und sowas und ihr seht, man sieht einfach nichts. Das ist ganz gut, wenn man irgendwie, wenn ich jetzt mal irgendwas finde, hier oben war doch eben ganz viel, wenn man jetzt mal irgendwie cinematisch irgendwas zeigen möchte, so hier bla bla, schöner Jeep und sowas, und da hinten bewegt sich irgendwas, aber man sieht einfach nichts mehr vom Kampfgeschehen, deswegen lasse ich das halt lieber an, weil sonst kann ich auch nicht casten, dann würde ich euch hier ein 40-Minuten-Video präsentieren, was dann einfach, was dann einfach so aussieht, und irgendwo explodiert es dann. Gut, im Osten ist selbst der Push von The Duke jetzt ein bisschen ins Stocken gekommen. Er hat jetzt hier versucht, ein bisschen reinzugehen. Allerdings stehen hier die Feuerunterstützung und auch die Rifles von Current. Und da muss sich jetzt auch der Crusader AA etwas zurückziehen und auch der Cromwell. Jetzt komme ich auch gar nicht mehr aus der Auswahl hier unten raus. Aber naja, gut, spätestens wenn die Einheiten zerstört werden. Und Hinkel hier oben hat ja schon einen Großteil des Hügels eingenommen. Wenn er jetzt wüsste, dass hier oben tatsächlich nur noch ein Rifle Squad steht, ja, was jetzt im Moment zwar unterstützt wird, aber jetzt wäre so die große Möglichkeit vorzustoßen bis hier ungefähr hin, weil die ganzen Leute hier immer noch im offenen Feld stehen. Allerdings hier auch ein sehr guter Nachschub hier mit den zwei Rifles und dem Pierce Squad, was da nach vorne kommt, um da sämtliche Möglichkeiten eines Vorstoßes aufzuhalten. So, im Osten wird hart gekämpft, es wird gut und hart gekämpft. Bisher hat noch keiner der beiden Spieler hier im Osten einen wirklichen Gewinn erzielen können. Ja, die Frontlinie ist hier ein bisschen zugunsten der Deutschen, hier ein bisschen zugunsten der Alliierten. Da wurde jetzt ein Panzer rausgenommen, war aber nichts wirklich Großes. Und ich würde jetzt einfach hier versuchen, den Cromwell 5 zu schützen, gerade vor der 50mm Kanone da drüben. Und die versuchen irgendwie entweder mit Luft oder mit Artillerie rauszunehmen und dann mit dem Cromwell und ein bisschen Infanterie hier vorzustoßen. Aber hier tatsächlich sehr, sehr erfahrene Truppen. The Duke kommandiert die 116. Panzer. Das heißt, die haben hier wirklich sehr,
Sehr viele, tatsächlich sehr, sehr viele erfahrene Truppen mit dabei. Auch ein Panzer 3M kommt jetzt nach vorne, der ein Counter sein könnte, ein Konter sein könnte zu dem Crusader AA und vielleicht, wenn er ein paar gute Schüsse abbekommt, auch zu dem Cromwell 5. Und ja, da werden die deutschen Fahrzeuge jetzt aufs Korn genommen von dem Crusader AA. Ja, natürlich mit seiner, was sind das, 20mm Kanone, mit seinen Oerlikon sogar, da sehr viel Stress auslösen kann. Allerdings wird er jetzt hier jetzt auch vom Panzer 3 zum Rückzug gezwungen. Und da kommt auch noch ein bisschen Artillerie mit rein. Ja, die östliche Flanke für die Alliierten sieht tatsächlich gar nicht mal allzu gut aus. Gerade durch das Nichtvorhandensein von Infanterie und im Panzer gegen Panzerkampf sind die Deutschen hier einfach besser aufgestellt. Ist auch so eine Sache, die ich bei den Guards Armor, ich habe die mir mal so angeguckt, mal schnell. Ich habe noch kein Review zu gemacht. Wenn ihr ein Review wollt, sagt mir einfach Bescheid. Dann mache ich zu jeder gewünschten Division nochmal ein kurzes Review oder eine kurze Stellungnahme. Aber die Guards Armor spielen sich eben ganz anders zu einer deutschen Panzerdivision. Die deutsche Panzerdivision sind oftmals auf den Kampf Panzer gegen Panzer oder Panzer gegen gepanzerte Fahrzeuge ausgelegt. Und die Guards Armored, ähnlich wie die Third Armored, ist eher auf Infanterie-Support ausgelegt. Das heißt, hier haben wir eher Infanteriepanzer, also Infanterie-Unterstützungspanzer, auch wenn es im realen Leben, sagen wir mal so, eigentlich Kavalleriepanzer waren. Also gerade hier so Cromwells. Gerade in Phase A sieht es dann bei der Guards Armored allerdings doch eher nach Infanterieunterstützung aus, weil die Panzerung eben nicht vorhanden ist. Also gerade hier Cromwell 5, so einer der besten Panzer, die hier in Phase A bekommen können, hat nur eine 7er Panzerung. Also da kommt jede Panzerabwehrkanone locker durch. Egal wie gut man das macht. Bei den Deutschen ist eben gerade der Unterschied, ja, gerade bei der 12. SS Panzerdivision und den Guards Armored kann man einen ganz deutlichen Unterschied sehen, und zwar bei den Fireflies. Die Guards Armored haben auch Firefly-Panzer, allerdings erst in Phase B und C. Während die Deutschen, also die 12. SS Panzerdivision, ihre Fireflies oder ihren einen Firefly schon in Phase A hinlegen können. Und das ist eben ein sehr großer Unterschied, weil man hier ganz klar sagt, hier die Deutschen sind wirklich Panzer gegen Panzer und die Amerikaner und die Briten hier, also mit den Guards Armored, sind eben doch eher Infanterieunterstützung. Ja, der Hügel ist immer noch etwas umkämpft. Mittlerweile ist ein Aufklärer-Squad hier von Hinkel etwas weiter vorgestoßen. Dürfte jetzt auch diese Rifles hier entdecken. Und mittlerweile ist hier auch eine 50mm Kanone dabei. Das heißt, hier kann die 50mm Kanone... Ja, kann sie. Oh, das ist gefährlich. Die Kanone hier, die ganze Straße hier übersehen kann, hat auch eine Feuerreichweite bis ungefähr hier. Das heißt, wenn hier irgendein Fahrzeug hochkommt, dann wird das sehr, sehr schnell zerschossen. Hier drüben ist auch nochmal eine 50mm Kanone, die wird dann auch noch die Kreuzung hier und alles sicher halten. Und die Artillerie oder die Mörser kommen jetzt auch hier rein. Ja, die Rifles hier sind definitiv aufgeklärt. Die werden jetzt beschossen und wenn sie sich nicht bewegen, werden sie da auch komplett aufgerieben werden. Ja, im Osten tut sich wieder weiterhin recht wenig. Die Deutschen haben immer noch einen kleinen Vorsprung von 1%, was die Frontlinie angeht. Also was heißt immer noch? Oh nein! Es war ja so, dass die Alliierten tatsächlich in Führung waren. Und die Deutschen haben jetzt mittlerweile aufgeholt, sind jetzt so weit, dass sie auch Punkte machen hier unten. Müssen auch nicht allzu viele aufholen bei 377 Punkten plus einen jede Sekunde. Da ist das nicht allzu viel. Das dürfte selbst bevor Phase C anfängt noch geregelt werden, sofern sie denn diese 51% auch behalten können. Es ist tatsächlich nicht viel, was sich in diesem Gefecht hier immer verschiebt. Es sind nur ein paar Meter immer mal wieder. Aber das macht es dann tatsächlich manchmal auch schon aus. So, hier kommt jetzt tatsächlich ein Push von Hinkel, nicht von AAGRG, der jetzt hier auch ein bisschen aufgehalten wird durch die Fahrzeuge und Infanterie, die hier unten noch sind. Allerdings, ja genau, was ich eben gesagt habe, wenn sich hier ein Fahrzeug nähert, werden die Panzerabwehrkanonen das einfach aufs Korn nehmen und sofort wegschießen.
Allerdings nicht rechtzeitig, denn die Panzergrenadiere von Hinkel ziehen sich hier auch schon zurück. Und da kommt jetzt ein Flugzeug rein, wahrscheinlich auf die Artillerie, ganz richtig angesetzt. Und können aber die Artillerie nicht zerstören. Und das war es dann auch für diesen Bomber. Und hier werden wir jetzt hier nochmal... Jetzt kommt wieder dieser Slapfight. Also zwei Jäger. Ah, okay. Hier bringt The Duke jetzt noch seinen zweiten, ja, also noch einen Unterstützungsjäger rein. Das heißt, die Spitfire dürfte gleich auch, ja, da ist sie weg. Sehr gute Koordination von beiden Spielern. Und hier bringt jetzt Current mit seiner Guards Armored Division auch seinen ersten Firefly rein. Und der Firefly, auch in Phase B, ist noch sehr, sehr gefährlich. Wir haben hier als direkten Vergleich einen Panzer 4. Der Panzer 4 mit einer Kanone mit 14 Kraft und einer 8er Panzerung. Da ist der Firefly schon deutlich besser mit einer 16er Kanone und einer 11er Panzerung. Reicht zwar immer noch nicht aus, um einige stärkere Panzer der Deutschen, wie jetzt beispielsweise diese Panther oder Tiger in Phase B, zu bekämpfen oder zu vernichten oder auch auszuhalten, aber der Firefly trotzdem ein sehr, 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 sehr guter Panzer. Hier haben wir jetzt gerade das Duell Panther gegen Firefly und hier sehen wir jetzt auch nochmal, der Panther natürlich mit einem Punkt besserer Kanone und zwei Punkte besserer Panzerung. Nicht allzu der beste Gegner für den Firefly, allerdings hier, wenn man so gute Luftunterstützung hat, kann das doch schon gut sein. Hier wäre es jetzt ziemlich gut, wenn der Firefly einen Schuss in die Flanke des Panthers bekommt, während er sich zurückzieht, dann wäre der Panther so gut wie hinüber. Bekommt er es noch? Oh, da hat er daneben geschossen. Das ist jetzt wirklich die Frage, schafft er diesen Schuss in die Flanke? Der Cromwell 4 ist auch noch mit dabei und da, na, der Firefly zieht sich zurück, oder zumindest Current zieht seinen Firefly zurück, weil er eben, glaube ich, auch nicht weiß, wo hier hinten noch überall andere Panzer oder andere Panzerabwehr steht. So, die Artillerie hier oben auf dem Hügel feuert munter weiter, hat auch mittlerweile, glaube ich, sehr, sehr viel Infanterie getötet schon. Hier stehen nur noch die drei Leute an Rifles und hier ist noch ein Rifle Leader Squad mit vier Leuten drin. Hier muss tatsächlich mittlerweile schon Nachschub rangebracht werden mit drei neuen Squads an Infanterie. Und ja, hier kommen auch noch Rifles hoch, die werden auch direkt beschossen. Und durch wen werden die denn gerade aufgeklärt? Hier steht da, werden die tatsächlich durch den Aufklärer hier drüben noch aufgeklärt? Hat der Aufklärer eine riesen Reichweite, unglaublich. Und, habe ich auch etwas verpasst, aber zum Glück gerade noch halbwegs rechtzeitig. Im Osten scheinen die Deutschen jetzt auch durchgebrochen zu sein. Hier steht nur noch ein Aufklärungsquad und ansonsten nichts mehr. Hier versucht, mit einem Sherman 5 versucht Current hier nochmal reinzukommen. Aber der Sherman 5 wird alleine wahrscheinlich nicht ausreichen, um hier Panzer 4 und die ganzen Infanterie hier aufzuhalten. Allerdings, die 6-Pfünder Kanonen schießt hier noch schön in die Flanke rein und hier haben wir noch den Cromwell 5. Ja, vielleicht lässt sich die Flanke hier noch retten, ansonsten wäre das ein großer, großer Gewinn für die deutschen Spieler, wenn die Flanke hier tatsächlich komplett durchbrochen wird. Ah, der Sherman ist langsam aber sicher auf dem Weg zur Front. Hier kommt noch ein bisschen Mörserbeschuss oben in die, in die Munitionsstellung rein. Na, sehr schön. Da haben die alliierten Spieler einen Opel Blitz Munitionstruck ausgemacht, versuchen den jetzt ein bisschen zu beschießen. Allerdings, der Truck zieht sich auch schon zurück und das dürfte ziemlich schwer sein, da noch ranzukommen. Aber ja, ist auch immer eine meiner Taktiken, dass ich da sobald ich einen Munitionstruck sehe, immer sofort drauf schießen. Ist jetzt nicht kampftechnisch die beste Lösung. Oh, da ist der Mörser auch schon tot, aber da haben wir gesehen, war zumindest für die Deutschen auch wertvoll genug, um da ein Flugzeug für einzusetzen. Also wie gesagt, so auf Munitionstrucks zu schießen, ist jetzt nicht unbedingt ein Gewinn in der eigentlichen Kampfhandlung, aber es kostet den Gegner zumindest mal Punkte, die er dann für nichts und wieder nichts hat ausgeben müssen und er muss vielleicht noch einen neuen Munitionstruck ranbringen, weil seine eigenen Einheiten dann nicht mehr effektiv weiterkämpfen können, weil sie keine Munition haben und ja, es stört den Gegner einfach ein wenig, deswegen ist es immer ganz schön. So, hier kommen jetzt, hier kommen sehr, sehr viele Infanterie ran. Alles von Current. Das heißt, er hat da gut drauf gespart. Hier haben wir zumindest mal 6 Trupps an Infanterie. Es würde auf jeden Fall reichen, um hier diese kleine Beule wieder ein bisschen auszubessern. Und wieso kann ich... Es stört mich schon so ein bisschen, dass ich die Einheiten nicht mehr entselektieren kann. Und da kommt jetzt noch ein Cromwell 6 raus. Ja, was haben wir hier oben jetzt? Hier kommt jetzt tatsächlich auch ein Push von AAGRG, der jetzt hier
in den nächsten Wald reinpusht. Da wird jetzt versucht, hier oben wieder ein bisschen Land zu gewinnen. Das heißt, wir haben jetzt einen beidseitigen Push der alliierten Spieler. Im Osten kommt Current mit seiner ganzen Infanterie und dem Sherman 5, der jetzt mittlerweile hier auch im Ort angekommen ist. Und die Six Pounders mittlerweile weg, aber der Firefly steht hier noch. Und da haben sich die Rifles jetzt gerade in eine etwas schlechte Position gebracht, werden flankiert von den Panzergrenadieren, von vorne beschossen vom Panzergrenadierführer. Aber die Häuser sind zumindest eingenommen. Ich weiß es nur nicht. Ja, die haben die Häuser, die Trupps in den Häusern sehen die Truppen einfach nicht. Aber hier kommt jetzt der Sherman 5 rein und versucht hier noch die Panzergrenadiere rauszubekommen. Hier unten auch zwei Trupps an Rifles, die sollten jetzt eigentlich genügen, um die Panzergrenadiere da rauszukommen. Aber die Panzergrenadiere wehren sich natürlich noch, haben auch gute Deckung im Wald. Und die Rifles hier überall stehen natürlich auf offenem Feld. Das heißt, die Panzergrenadiere werden da schon noch ein paar Kills machen können. Allerdings ist das ein sehr wichtiges Gefecht, denn hier wird sich dann jetzt entscheiden, in welche Richtung diese Flanke hier geht. Es sieht sehr, sehr gut aus für Current gerade im Moment, sofern denn The Duke hier nicht noch mit Verstärkung reingeht. Wenn The Duke jetzt noch hier ein bisschen Verstärkung reinbringt, dann wird es wieder etwas schwieriger sein. Aber es sieht nicht so aus. Und wenn jetzt die Panzergrenadiere vielleicht gleich noch hier vernichtet werden, es sind immer noch vier Leute in diesem Squad angefangen, haben sogar fünf und jetzt haben sie schon, jetzt zwingen sie die Rifles schon zum Rückzug hier. Es sind immer noch drei Leute drin, aber es sieht definitiv so aus, als würde Current die Flanke hier gewinnen. Oh ja, und da verschiebt sich die Frontlinie und wir sind wieder bei 50-50. Alliierte haben 377 Punkte, Achsenmächte haben 511 Punkte. Das heißt, wir haben immer noch eine deutsche Führung im Moment, aber im Moment ist tatsächlich alles offen. Wir sind wieder bei 50-50 und der Push im Westen verläuft auch ziemlich gut für AAGRG gegen Hinkel, der hier nur noch drei Einheiten stehen hat, jetzt wieder versucht mit einem Reconnaissance Squad hier reinzukommen. Hier sind noch Panzergrenadierführer, ein bisschen Artillerie und die Luftverteidigung. Wenn der Push jetzt weitergeht, was auch so aussieht, die Rifles gehen nach vorne, Kangaroo geht nach vorne und hier hinten die ganzen Infanterie Squads gehen auch weiter nach vorne, dann sieht es tatsächlich so aus, als ob der Push hier weitergeht und dann tatsächlich hier vorne bis zu dieser unglaublich nützlichen Baumreihe geht. Da kommt ein Befehlspanther rein. Das könnte den Push jetzt tatsächlich ein bisschen gefährden. Wir sind immer noch bei 50-50. Also es könnte jetzt tatsächlich in jede Richtung gehen. Der Push im Osten auch relativ okay, allerdings hohe Kosten hier in diesem Bereich. Hier wurde jetzt gerade ein 8-8 rausgenommen von den alliierten Spielern. Ein sehr guter Push. Hier kommen die Rifles jetzt direkt in die Baumreihe rein und dürfen jetzt gleich auch die Panzergrenadierführer und die Artillerie hier aufdecken. Und ja, der Panther geht auch nicht mehr die direkten Weg hier nach oben, sondern versucht ja auch ein bisschen so reinzukommen, dem Gegner hier noch in die Flanke zu fallen. Und da hatten die Alliierten kurze Zeit 51%, allerdings jetzt nicht mehr, es ist wieder bei 50-50. Und beide Seiten schlagen jetzt aufeinander ein, da haben die Alliierten jetzt wieder 51% und es sieht so aus, als ob sie das noch ein bisschen ausbauen. Hier 52%, die Alliierten gewinnen wieder an Boden. Und da machen sie jetzt wieder Punkte gut. Es sind nur ungefähr 100 Punkte Differenz zwischen den beiden Teams. Ein sehr closes Match tatsächlich. Ein sehr, sehr großes Kopf-an-Kopf-Rennen. Was jetzt auf der Flanke noch gefährlich sein könnte, wäre dieser Panther. Die 50mm Kanone würde ich eher vernachlässigen. Vielleicht hier bei den kleineren gepanzerten Fahrzeugen. Ja, okay. Aber der Panther ist jetzt der große Endboss hier auf der Flanke. Und da kommt ein Abpraller. Die 600er Kanone schießt gerade frontal auf den Panther. Ja, das schafft sie nicht. Und der Panzer, der Panther kann sogar weiter vorrücken. Es sind im Moment keine Pirate Squads da. Die einzige Möglichkeit, die AAGRG hier im Moment hat, ist durch den 4.2-Inch Mortar hier vielleicht den Panzer zum Rückzug zu zwingen, die Rifle Leader hier nach vorne zu bringen und dann vielleicht mit den Pirates hier auf den Rifle Leadern da etwas zu machen.
Allerdings hier unten ist ein Pierce Squad, was allerdings nicht viel ausrechnet. Er versucht jetzt hier noch einen Sherman 3 ranzubringen, um gegen den Panther vorzubringen. Allerdings weiß ich nicht, wie der Sherman 3 sich gegen, also frontal gegen den Panther schlägt. Das wäre, glaube ich, nicht allzu toll. Die 6 Pfünder hier unten versucht noch auf das Kettenfahrzeug hier zu wirken, allerdings auch recht... recht nicht so gut, und die wird auch aufs Korn genommen vom Panther. Natürlich mit der Superkanone vorne drauf. Hier kommt noch ein kleiner Bomber rein und der hat, er hat ein paar gute Leute in dem Trupp ausgelöscht. Und der, die Flanke sieht jetzt gar nicht mehr so gut aus für den kanadischen Spieler. Gar nicht mehr so gut. Kommt jetzt noch ein Tripolsen rein, ein bisschen Luftverteidigung. Weiß ich nicht, ob das jetzt die richtige Investition auf der Flanke ist. Die große Gefahr ist hier immer noch der Panther. Wenn der Panther weg ist, können die ganzen Infanterie-Squads hier super vorrücken. Dann können auch ein paar Fahrzeuge hier wieder vorrücken. Dann hat der Gegner keine Möglichkeit, hier mehr Fahrzeuge zu behindern. Hier steht auch ein Wolverine. Der Wolverine könnte das tatsächlich schaffen, den Panther hier rauszunehmen. Allerdings wäre es auch ein großes Risiko für den Panther selbst. Allerdings im Osten sieht es wieder sehr, sehr gut aus für Current mit seiner, warte mal, ja, mit seiner Guards Armored. Ja, der Sherman 5 lebt sogar immer noch, und hier haben wir auch die ganzen Cromwells, die da stehen, und den Firefly, der ein bisschen weiter hinten steht. Die pushen da jetzt gut durch. Da hinten steht noch ein Panther, der könnte gefährlich werden. Hier bringen die jetzt noch einen Panzer 3 mit rein. Der Panzerwerfer dürfte die Cromwells jetzt zum Rückzug zwingen. Ich weiß nicht, ob er sie gerade zerstören wird. Ich glaube nicht. Nein, er zwingt sie nur zum Rückzug. Und der Sherman 5 hier unten macht unglaublich gute Arbeit. Ich weiß nicht, ob die... Ja, die 50mm Kanone sieht ihn nicht. Die ist zwar gerade da aufgestellt, aber sie sieht ihn im Moment nicht. Also sehr gutes, sehr gute Nutzung dieser Baumreihe von Current. Allerdings... jetzt kommt der Sherman raus und das könnte sehr schmerzhaft werden, aber hier kommt immer noch der Crusader AA und auch mal ein Abpraller, einen glücklichen Abpraller. Und ich glaube, es wäre sogar im Moment sinnvoller, das hier mit dem Crusader AA rauszunehmen. Da ist die Pack 38 jetzt auf dem Rückzug. Jetzt können die vorrücken, jetzt können die alle vorrücken und hier wirklich die Flanke sichern. Gut, im Westen pusht Hinkel jetzt wieder in die Baumgruppe hier rein. Der Panther ist immer noch da, ist im Moment auf dem... sagt zumindest, das Spiel ist auf dem Rückzug, aber bewegt sich nicht wirklich von seiner Position weg. Ja, immer noch keine wirkliche Panzerabwehr hier auf dieser Seite, auf dem Feld für AAGRG. Bringt jetzt hier noch einen Firefly rein. Der Firefly könnte... vielleicht mit ein bisschen Unterstützung den Panther hier erledigen. Er bringt jetzt hier unten anscheinend noch einen Pet Squad rein. Sehr gute Entscheidung, allerdings muss er da auch erstmal wieder an den Panther rankommen. Panther, da der Panther sich jetzt im Moment zurückzieht, ist er natürlich im offenen Feld und was das Pet Squad angeht, sehr schwierig zu erreichen. Das heißt, da müsste er schon mit langer Reichweite rangehen. Das heißt, der Firefly hier muss höchstwahrscheinlich im Duell gegen den Panther bestehen. Ansonsten sieht es sehr schwierig aus. So, allerdings mittlerweile eine gute, eine sehr, sehr gute Führung für die alliierten Spieler. 57% der Karte haben jetzt auch nach Punkten her eine Führung gut gemacht. Sind jetzt bei ungefähr 700 Punkten zu 511. 14 Minuten sind ungefähr noch zu spielen. Es ist immer noch alles offen. Je nachdem, wie gut beide Seiten jetzt spielen. Aber von jetzt kann ich schon mal sagen, es war bis jetzt ein sehr, sehr spannendes Spiel. Zuerst die Alliierten, dann die Deutschen, jetzt wieder die Alliierten in Führung. Und vielleicht schaffen es die deutschen Spieler ja noch mal hier zurückzukommen. Da haben sie jetzt gerade einen Panther rausgenommen. Das war ein sehr, sehr starker Kill für die Alliierten hier mit der Typhoon AT, mit den Anti-Tank Rockets. Escort mit einer Tempest-Eskorte. Da kommt die 109 ein bisschen zu spät. Allerdings mit der 190 hier jetzt auch noch mal versucht, einen Bombenschlag auszuführen. Und zwar auf die Infanterie hier vorne, auf die Rifles. In Schockstarre und 4 Leute getötet. Und hier kommen die nächsten Bomber. Versuchen den Panther immer wieder zum Rückzug zu zwingen.
Nebelwerfer in die Baumgruppe. Das ist natürlich jetzt sehr effizient. Gerade wurde, glaube ich, schon ein Squad rausgenommen und dann sind hier jetzt noch zwei Squads drin, die auch, ja, das eine Squad ist auch nicht mehr allzu gut dabei. Er hat nur noch zwei Leute da und die anderen Rifle haben noch 9. Ist jetzt die Frage, ob er sich jetzt noch mit diesem Panther hier abgeben möchte. Möchte auch, so wie es aussieht, im Moment gar nicht die vordere Baumreihe hier benutzen, da er ist gut mit dabei, hier die hintere Baumreihe einzunehmen und zu halten. Also möchte, glaube ich, gar nicht im Moment noch weiter vorrücken. Da kommt jetzt ein Angriffsbefehl rein, das heißt, wir haben hier wahrscheinlich, ja, wir haben hier gerade einen Push von The Duke mit seiner Division. Die Panzer rücken vor. Hier haben wir noch einen Königstiger. Wir haben jetzt auch, ein Königstiger ist auf dem Feld. Sogar diesmal die Henschel-Variante mit dem stärkeren Turm, mit dem Serienturm drauf. Na gut, wenn so ein Panzer hier auf dem Feld ist, dann muss man den natürlich auch nutzen. Allerdings weiß ich nicht, wie viel Nutzen dieser Panzer hier in dieser einen Position gerade ist. Denn er sieht im Moment relativ wenig. Und das Einzige, was er hier auf der Flanke sehen wird, ist im Moment Infanterie. Und ich glaube nicht, dass es so intelligent ist, den Königstiger nur gegen Infanterie einzusetzen. Ich denke mal, er hofft jetzt noch auf Panzergegenwehr, die im Moment allerdings hier in der Mitte sich hauptsächlich konzentriert. Er könnte jetzt natürlich den Königstiger, den Tiger 2, hier durch diesen Engpass durchführen, den wir hier haben auf der Straße. Allerdings ist das ziemlich riskant, denn er weiß nicht, welche Panzerabwehr hier vielleicht irgendwo steht. Allerdings, wenn er es schafft, den Königstiger hier durchzuschicken, oder wenn er es versucht, ihn hier irgendwo zu stationieren und dann versucht, hier vorne einen guten Schusswinkel auf die anderen Panzer zu bekommen, dann könnte dieser Tiger 2 hier sehr, 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 sehr großen Schaden anrichten bei den Guards Armored. Und ja, es gibt es eigentlich im Moment eine Einheit, die diesen, also bei den Guards Armored und generell bei den alliierten Spielern in diesem Match, die diesen Königstiger hier frontal durchschlagen kann? Ich weiß es nicht. Das heißt, die einzige Chance wären wirklich Anti-Tank-Rockets von den Fliegern, vielleicht in die Flanke oder vielleicht von hinten, vielleicht aufs Motordeck drauf. Vielleicht, ich weiß ja nicht, wie genau das Schadensmodell hier gemodelt ist. Aber wenn das so gut gemodelt ist, wie ich es hoffe, dann kann man vielleicht hier von hinten mit Anti-Tank-Rockets hier vielleicht auf das Motordeck und dann da vielleicht einen Crit erzielen oder weiß. Und hier haben wir jetzt Duell Königstiger gegen Firefly. Und mit einem Schuss ist der Firefly natürlich Geschichte. Hier kommen jetzt die Anti-Tank-Rockets, die ein bisschen Stress machen, aber nicht genug. Da ist jetzt auch noch das zweite Fahrzeug raus. Und der Tiger 2 ist durch. Jetzt ist natürlich die Frage, wie reagiert Current mit seinen Guards Armored darauf, dass hier gerade ein unglaublich starker Panzer direkt vor seinen Panzern steht. Er hat jetzt hier noch einen Wolverine mit dabei und da haben wir gerade schon. Das dürfte sogar die Off-Map-Artillerie sein, die 381mm, die Guards Armored bekommt. Aber selbst Schlachtschiff-Kaliber-Artillerie schafft es nicht, den Tiger zu zerstören. Schütze ist außer Gefecht, allerdings nur für ein paar Sekunden. Und der Tiger zieht sich zurück und dürfte eigentlich gleich wieder bereit sein, hier nochmal reinzustoßen. Und nochmal wird es wahrscheinlich keine 381mm Artillerie geben. Vielleicht noch einmal, wenn Current sich das so zurechtgesetzt hat in seinen Divisionsplaner, in seinen Schlachtgruppen, Kampfgruppenplaner. Aber wenn nicht, dann steht diesem Tiger tatsächlich die ganze Map hier offen. Im Osten, also im äußersten Osten, ist der Push von The Duke noch weiter vorgestoßen. Er hat jetzt hier vorne die Baumreihe wieder eingenommen. Und Karen versucht sich jetzt hier hinten wieder ein bisschen zu verschanzen. Hat noch einen Firefly hier nach vorne geholt, um hier wahrscheinlich auch die Fahrzeuge zu beschießen. Und er durfte eigentlich bis auf ein paar Panther und den Königstiger da hinten nicht wirklich große Probleme haben mit dem Firefly, was das angeht. Und natürlich bei Infanterie Support ist es immer noch ein Sherman und der ist ziemlich gut dafür gedacht. Im Westen allerdings auch ein sehr starkes Gefecht.
Die Deutschen versuchen hier unter Hinkel wieder ein bisschen Boden gut zu machen, versuchen wieder auf den Hügel draufzukommen, haben die äußerste Baumreihe eingenommen, versuchen jetzt hier wieder ein bisschen zu kämpfen. Der Befehlspanther ist immer noch vorhanden, das heißt, er ist immer noch nicht rausgenommen. Und in der Mitte sieht es auch nach einem Push beider Seiten aus. Und ja, das ist jetzt wirklich ein Kampf, auch bis zum letzten Mann, würde ich sagen. Obwohl die Alliierten mittlerweile einen wirklich guten Vorstoß machen konnten von ja, fast 1300 Punkten und die haben kontrollieren im Moment immer noch 57% der Karte. Es sind noch 7,5 Minuten zu spielen und je nachdem, wie die Deutschen ihre sehr, sehr guten Panzer, die gerade auf dem Feld sind, einsetzen, könnten die Deutschen das immer noch wieder rumreißen. Gerade mit dem Königstiger, sich gerade in einem Duell befindet mit den ganzen Panzern hier drüben. Das war ein Crusader AA, da zieht sich auch der Firefly zurück. Königstiger hat leider nur eine Reichweite von 1200 Metern, das heißt, er muss jetzt auch ein bisschen weiter nach vorne, aber die sind gerade außer Reichweite des Tigers hier. Ist jetzt sehr, sehr schade, dass das hier kein Pirate Squad oder etwas ähnliches ist, sondern nur Rifles. Ansonsten könnten die jetzt dem Tiger hier schön in die Flanke schießen. Auf der Flanke ist die Panzerung nicht mehr ganz so gut. Und da könnten sie ihn jetzt wunderbar rausnehmen. Im Osten kommt der Panther zwar ein bisschen rum, traut sich aber nicht ganz hier oben rauf. Ja, traut sich nicht ganz in die Fänge des Fireflies rein. Und im Zentrum versuchen die Deutschen auch immer noch weiter nach vorne zu stoßen. Allerdings hier sehr gut unterdrückt gehalten durch die Stormtroopers, die AAGRG gehören, also noch nicht mal hier der rechten Seite von Current, sondern den kanadischen Truppen unter AAGRG. Hier versuchen wirklich beide Spieler im Moment die Mitte ein bisschen zu sichern. Also gerade hier finden wir einen guten Mix aus AAGRG-Truppen und dann hier wieder Current-Truppen. Allerdings hier auch ein Rifle-Squad direkt auf dem offenen Feld. Das heißt, Micromanagement ist im Moment... da ist ein Firefly gerade rausgenommen worden durch den Tiger. Man hat es gerade noch so am Rand gesehen. Also hier ist wirklich eine Koordination beider Spieler, also alle vier Spieler im Grunde genommen gefragt, die mittlerweile kaum noch handelbar ist, da die ganze Karte im Moment in eine große Offensive aller vier Spieler verwickelt ist. Und da kommt jetzt noch ein bisschen Artillerie mit rein. Allerdings viel wird hier nicht mehr gemacht. Der Tiger ist ein bisschen gestresst. Allerdings, wenn diese Frontlinie sich gleich schließt und der Tiger gestresst wird, dann gibt der Tiger einfach auf. Wird das passieren? Der Tiger ist jetzt offiziell hinter feindlichen Linien. Ist jetzt die Frage, wie gut die Truppe da drin ist. Wie gut die sich selbst hinter feindlichen Linien zu Wehr setzen zu wissen. Wenn die alliierten Spieler es schaffen, ihm noch ein bisschen Stress zuzufügen, dann wird der Panzer sich einfach ergeben. Und die alliierten Spieler müssen ihn gar nicht zerstören. Das ist ja vielleicht auch eine Möglichkeit, den... da kommen die Anti-Tank-Rockets und der Panzer hat sich ergeben! Er steht noch da, er ist nicht explodiert, aber das passiert, wenn man seine besten Panzer hinter feindlichen Linien schickt, ohne Support, und dann bekommen sie Stress. Und dann ergeben sie sich einfach. Das ist ein großer, großer Verlust für die deutschen Spieler. Und ich glaube sogar, das war das Ende der östlichen Offensive hier. Weil was haben sie jetzt noch stehen? Sie haben einen Möbelwagen hier, sie haben keine Panzer mehr da. Und die alliierten Spieler haben hier noch einen Sherman 5, die haben einen Firefly, die haben einen Crusader AA. Die haben hier jetzt Firefly und Sherman 3 und einen Achilles, den sie nach vorne schicken können, ohne dass sie Angst haben müssen, dass da ein Königstiger steht, der sie aufhält. Und da hinten kommt erst, da wollte ich jetzt nicht hin, aber auch sehr schön. Da hinten kommt erst der Ersatz dafür, ein Panther G. Ja, das war ein großer, großer Verlust für die deutschen Spieler und das wird dann auch das Ende der östlichen Offensive hier sein. Wir sehen jetzt schon hier, Current mit seinen Panzern kann viel, viel einfacher nach vorne gehen, was er auch tut. Er braucht keine Angst mehr zu haben vor diesem großen deutschen Panzer, der wirklich alle seine Panzer in Schutt und Asche legen kann. Was er hier gemacht hat, hier können wir es nochmal sehen, da ist ein Panzer, hier liegt ein Panzer. Die sind alle dem Königstiger zum Opfer gefallen und das muss er jetzt nicht mehr fürchten. Ganz im Gegenteil, er bringt sogar noch mehr Sherman 3 nach vorne. Die Flanke gehört jetzt wirklich Current in der Guards Armored. Wie sieht's im Westen aus?
Ja, der kanadische Spieler hier, AAGRG, könnte sich auch behaupten. Und hier ist noch ein Königstiger vorhanden. Der Panther von Hinkel ist auch zerstört worden. Und hier ist noch ein Königstiger. Ist der von... Der ist von Hinkel. Der ist nicht von The Duke. Ja, das heißt im Grunde genommen, AAGRG muss sich jetzt mit demselben Problem rumschlagen, wo sich Current eben rumschlagen musste. Aber das wird es jetzt auch nicht mehr machen. Die Alliierten sind so weit in der Führung. Es sind nur noch 2,5 Minuten zu spielen. Und der Tiger alleine kann auch nichts mehr machen. Ich meine, er hat noch nicht mal mehr großen Support hier. Es ist wirklich nur noch der Tiger hier, der alleine dasteht. Und hier sehen wir noch... Hier sehen wir noch AAGRG versucht, seine gepanzerten Fahrzeuge versucht, selbst den Firefly noch nach vorne zu bringen. Versucht hier noch vielleicht einen guten Schuss auf den Königstiger zu bekommen. Vielleicht kann er ihn rausnehmen, vielleicht nicht. Kommt drauf an, wo der Königstiger seine Frontpanzerung hindreht. Ja, er dreht sie in Richtung Firefly und das ist nicht sehr gut für den Firefly. Oh, der erste Schuss des Tigers ging daneben, aber hier nochmal ein sehr schönes Match. Da prallt das ab. Das ist nicht anders zu erwarten bei einer 16er Kanone und 21er Panzerung. Und die Schüsse des Fireflies gehen einfach daneben. Und ein glücklicher Treffer des Fireflies. Da besiegt der Firefly den Königstiger noch, weil der Königstiger ihm die Flanke gezeigt hat. Oh mein Gott, was für ein Match. Die großen deutschen Panzer wurden besiegt und es ist noch etwas über 1 Minute zu spielen. Und auch hier wieder Gratulation an alle Spieler, nicht nur an die Gewinner, an die alliierten Spieler, sondern auch an Hinkel und The Duke. Und Hut ab, dass ihr das Spiel gegen Ende nicht verlassen habt, dass ihr nicht geragequittet habt oder sonst etwas, dass ihr es bis zum Ende gespielt habt. Sehr, sehr interessantes Match, sehr, sehr gutes Match an hin und her, bis dann die Alliierten auch mit dem Königstiger auf der rechten Flanke bis sie den auch zerstören konnten. Und sehr, sehr schönes Match. 38 Sekunden sind es noch. Und hier ist nur noch ein Panzer von Hinkel. Hinkel versucht noch mit seinen... Er versucht noch Rache zu bekommen am Firefly, aber die Bomben schlagen leider nicht durch. Und da kommen jetzt noch die Jäger rein. Alles, was er hat, kommt jetzt anscheinend noch rein. Versucht jetzt hier noch ein paar Kills zu machen, so wie es aussieht. Wahrscheinlich einfacher Jahre hier richtig. Wahrscheinlich einfacher auf die Infanterie. Da versucht er noch ein paar Strafing-Runs rauszubekommen. In Schockstarre versetzt, aber nichts zerstört. Schade für ihn. Aber das war das Spiel. Ein sehr, sehr, sehr gutes Spiel. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, dazu zu gucken. Ja, ich freue mich, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Ciao.